und kämen jetzt zu der Abstimmung der heutigen Tagesordnungspunkte, die abgestimmt werden müssen. Es sind insgesamt drei. Ich habe gegongt und ich frage jetzt noch einmal die parlamentarischen Geschäftsführer, ob wir dann so langsam in die Abstimmung einsteigen können. Ich sehe Nicken. Dann tun wir das. Dann kommen wir zuerst zum Tagesordnungspunkt 12, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Fehlbelegungsabgabegesetzes, Drucksache 20-5398 zu 20-4129. Ich frage, wer stimmt dem Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung zu? Das ist die Fraktion der Linken, die Fraktion der Grünen, die Fraktion der CDU. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion der SPD. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion der AfD. Die fraktionslosen Abgeordneten sehe ich nicht. Und die Freien Demokraten, Entschuldigung. Und die Freien Demokraten haben abgelehnt. Damit stelle ich fest, dass der Gesetzentwurf für ein Gesetz zur Änderung des Fehlbelegungsabgabegesetzes mit den Stimmen von Bündnis 90 Die Grünen, der Linken und der CDU angenommen ist und zum Gesetz erhoben wird. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 15, das zweite Gesetz, die zweite Lesung für den Gesetzentwurf der Fraktion Die Linke, der Gesetz zur Änderung des Artikel 141 der Verfassung des Landes Hessen, Aufhebung der Regelung zur Schuldenbremse, Drucksache 20-5559 zu 20-4130. Und ich frage auch hier, wer stimmt dem Gesetzentwurf zu? Das ist die Fraktion der Linke. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion der SPD, der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, der CDU, der Freien Demokraten und der AfD. Bei Nichtteilnahme der fraktionslosen Abgeordneten. Damit ist der Gesetzentwurf bei Ablehnung aller anderen Fraktionen außer der Linken abgelehnt. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 16, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Das Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Zensusgesetz 2021, Drucksache 20-5563 zu 20-5275. Ich frage, wer stimmt dem Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung zu? Das ist die Fraktion der Linken, der SPD, der Grünen, der CDU, der Freien Demokraten und der AfD. Damit das ganze Haus bei Nichtteilnahme der fraktionslosen Abgeordneten. Und damit stelle ich fest, dass der Gesetzentwurf mit den Stimmen aller Fraktionen angenommen wurde und zum Gesetz erhoben wird. Damit sind wir am Ende, und ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause oder ins Hotel.